Heute berichte ich mal wieder aus dem Odenwald. Gestartet sind wir im Ort Hemsbach, doch bald erreichen wir den jüdischen Friedhof der Gemeinde. Der Friedhof wurde im Jahre 1674 angelegt und besteht aus 1010 Grabsteinen. Die letzte Bestattung wurde um 1940 vorgenommen. Gerne hätten wir uns diesen interessanten Ort näher angeschaut, doch leider war das Tor abgeschlossen. Ich finde alte Friedhöfe interessant, denn sie erzählen immer Geschichten und von Schicksalen der Menschen, die dort bestattet liegen. Nach einem kurzen Gang durch den Wald erreichen wir den Waldner Turm. Der Waldner Turm wurde Mitte des 19. Jahrhunderts in seiner heutigen Form aus Granit erbaut. Er hat seinen Namen von dem Grafengeschlecht Waldner, das den Schafhof unterhalb des Turmes bewirtschaftete. Diese veranlasste auch den Bau des Turms. Der Turm liegt auf einer kleinen Anhöhe und man hat von hier einen wunderbaren Blick ins Tal. Jetzt zeige ich euch, wie es im Inneren des Turmes aussieht. In den ersten Stock gelangt man über eine schmale, jedoch gut begehbare Steintreppe. Wer jedoch höher hinaus will, muss über eine schmale Stahltreppe nach oben klettern. Sie gleicht einer Hühnerleiter. Der Ausblick von hier oben ist grandios. Hier sieht man noch einmal, wie steil die Treppe ist. Und weil sie so steil ist, habe ich mich entschlossen, rückwärts hinunterzugehen. Das wäre geschafft. Wir wandern weiter und kommen bald zu einem Hohlweg. Durch die Stürme Anfang des Jahres wurden sehr viele Bäume umgeworfen. Hier versperrt uns ein solches Exemplar den Weg. Da es erst Mitte Februar ist, ist das Unterholz noch nicht hoch
und wir suchen uns einen Weg drumherum. Könnt ihr sehen, wie die Wurzel sich immer noch um diesen mächtigen Stein klammert? Jetzt sind wir unterwegs zum Naturdenkmal Steinerner Gaul. Das Felsgebilde aus dem Jahre 805 lässt auf ein liegendes Pferd mit Fohlen schließen. Leider reicht hier meine Fantasie nicht aus und ich schaue mir die Sache auch nochmal von der anderen Seite aus an. Nun gut, seitdem ist viel Zeit vergangen und der Felsen mag sich verändert haben. Der kleine Felsen wird wohl das Fohlen darstellen. Aber eigentlich bin ich auf der Suche nach etwas anderem, nämlich nach einem sogenannten Opfer- bzw. Schalenstein. Hätte ich nicht schon einmal welche gesehen, ich hätte diesen nicht gefunden. Hier herzlichen Dank an Rich vom Kanal Richens, der dies ausführlich in seinen Videos zeigt und beschreibt. Ganz klar ist die kreisrunde Form und die exakte Ausarbeitung der Schale zu erkennen. Ich liebe solche geschichtsträchtigen Orte und damit sie noch lange erhalten bleiben, decke ich die Schale wieder mit dem Moos ab. Ich glaube nicht, dass sehr viele Menschen diese Schale schon gesehen haben. Die meisten gehen achtlos daran vorbei. Jetzt sind wir auf dem Weg zur Wallfahrtsstätte Kreuzberg. Hierbei handelt es sich um eine frühere heidnische Kultstätte. Lorscher Mönche errichteten hier 1350 eine Kapelle, die jedoch mehrfach zerstört und wieder aufgebaut wurde. Es gab hier auch eine Einsiedelei, die wurde jedoch 1808 verlassen und zusammen mit der Kapelle abgerissen. Da dort jährlich eine Prozession an Pfingsten hinaufführt, findet man auch überall am Weg Stationsbilder. Hier blühen die Schneeglöckchen. Noch einmal geht es über einen schmalen Pfad durch die Februarsonne. Es ist zwar noch nicht sehr spät, aber die Sonne steht schon tief. Und jetzt ist auch ein bisschen Wind aufgekommen. Und der ist doch recht kühl. Es ist ja erst Februar.
Wir nähern uns langsam wieder der Ortschaft. Gut, dass noch keine Blätter an den Bäumen sind, so kann uns die Sonne wärmen. Dort unten kann man schon Hemsbach erkennen. Wir müssen noch ein paar Mal die Serpentinen gehen und dann sind wir wieder angekommen an unserem Ausgangspunkt. Ich hoffe, euch hat unsere kleine Wanderung gefallen und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr bei der nächsten Wanderung wieder dabei seid. Bis bald, macht's gut!